So, liebe Eishockey-Freunde, ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Wir melden uns live aus der Eishalle in Frohnleiten zu unserem Topspiel der Runde zwischen dem Panthers Frohnleiten und dem ATC Graz. Mittlerweile 9 Minuten gespielt in unserem Topspiel der Runde. Was haben Sie verpasst, sollten Sie das Bild nicht von Anfang an gesehen haben? Tolle Chancen auf beiden Seiten, eine Powerplay-Möglichkeit für den ATC. Nico Pohl von den Panthers in der Kühlbox. Die Grazer konnten die 2 Minuten nicht nützen. Auf der anderen Seite Bastian Klettler mit einer tollen Tormöglichkeit, aber auch da war der Goalie zur Stelle. Florian Zeugswetter nach wie vor 0:0 in der Eishalle. Frohnleiten. Sie wissen es, nach dem Jahr sehe gerade 2 Spieler unterwegs auf die Strafbank. Unverzagt ist es vom ATC. Wegen Haltens auf der Strafbank, damit erste Powerplay-Möglichkeit für die Panthers. 5-4 Überzahl. Auch heute wieder die Eishalle von Leiten. Gut besetzt, tolle Stimmung. Die Fans haben den Spielabbruch vom letzten Samstag verziehen. Sind auch heute wieder in die Eishalle gekommen. Sie wissen es. Starker Nebel sorgte für einen Spielabbruch beim letzten Spiel hier in Frohnleiten. Wir waren live dabei auf SDEHV TV. Guter Schuss jetzt von der blauen Linie von Marco Quinz. Wie gesagt, das letzte Spiel musste abgebrochen werden. Klar ist, so hat mir Wettspielreferent Günther Klug mitgeteilt, wird das Spiel neu ausgetragen. Es wird ein Termin gesucht. Natürlich erfahren Sie alles sofort auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes. Laritz lauert auf der blauen Linie, aber ungenaues Zuspiel in den Reihen der Panthers. Ich glaube, es war Polros. Laritz mit dem Aufbau. Quinz. Gut gespielt auf Polros. Quinz. Schöner Pass zur blauen Linie. Tolle Aktion der Panthers. Dann direkt abgezogen von Quinz nach Zuspiel von Laritz. Und irgendwo traf es einen Schläger eines ATC-Spielers. Abgefälschter Puck nach oben in das Netz. 1:09. Noch Powerplay-Möglichkeit für die Panthers. Tolle Aktion jetzt von Kapitän Daniel Grazer. Marco Dalago an der blauen Linie bereit. Noch 40 Sekunden Powerplay. Erneut können sich die Grazer befreien. Gut aufgepasst von Schuler. Konter. Möglichkeit, nachdem sie den Puck an der blauen Linie abgefangen haben. Schuss kam dann von der Nummer 77, Matthias Florian, dem Goalgetter der Grazer. Aber gut aufgepasst im Tor hat Matteo Nikolic, der heute wieder im Kasten der Panthers
bereit steht. Paul Ross. Jetzt erneut ein Fehlpass in den Reihen der Panthers im eigenen Drittel. Rico Pohl gut gecheckt von der Nummer 67. Entschuldigung, 57 Strohmeier war es natürlich. Jetzt am Pulli zu sehen, Bernhard Strohmeier. Heute zusammen mit Erlacher und Meixner in der Linie aufgestellt. Marco Quinz, schneller Eisläufer, bringt die Scheibe zur Mitte, aber Laritz konnte die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. Spiel heute sehr wichtig für beide Teams. Die Grazer liegen mit 12 Punkten aus 6 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, wollen unbedingt oben den Anschluss nicht verlieren. Und die Panthers. Jetzt ist die Scheibe im Tor. Neuer Spielstand hier in der Eishalle in Frohnleiten. Warten wir ab, wer als Torschütze genannt wird. War es Gilbert Kühn, der noch an der Scheibe war? Und wenige Sekunden später, 1:1, neuer Spielstand. Dominik Umfert sagt, gleicht aus, 1:1, neuer Spielstand, 1:0. Für die Panthers erzielte Luca Dalago, ebenfalls der Mann mit der Nummer 25. Zwei schnelle Tore, die zum 1:0 und 1:1 führen. Sechseinhalb Minuten noch zu spielen. Jetzt Bulli vor dem Tor der Panthers. Wie gesagt, Luca Dalago. Score zum 1:0 für die Panthers. Assistiert von Scheriau und Baumann. Und dann auf Assist von Mörtel war es unverzagt, der zum 1:1 ausgleicht.
Eising wurde abgepfiffen, aber sofort wurde die Entscheidung zurückgenommen. Sie haben es sicher gesehen, keine zwingende Eising-Situation. Bulli in der Mitte eingeworfen. Marco Quinz, Laritz. Für die Panthers. Laritz bringt die Scheibe gefährlich vor das Tor. Fast wäre Marco Dalago noch zur Scheibe gekommen. Abgefangen in der Mitte jetzt die Scheibe von Florian. Gute Möglichkeit, aber weit am Tor vorbei. Erneut Fehlpass in der eigenen Zone. Baumann kann die Scheibe nicht kontrollieren. Der Torschütze Luca Dalago verliert die Scheibe. Oh, durchgedankt und Tor! 2:1! Neuer Spielstand, 3 Minuten vor Ende des ersten Spieldrittels. War es die Nummer 13? Hannes Erlacher, der zum 2:1 aus Sicht der Gäste trifft. Lässt Matteo Nikolic keine Chance. Beide Schiedsrichter jetzt im Schiedsrichterkreis in Diskussion. Ich glaube, es geht darum, ob ein Schiedsrichter den scheibenführenden Spieler gestört hat. Spiel geht weiter. Hannes Erlacher, Assist kam von Rupert Strohmeier. Und erneut ist die Scheibe im Tor. 2:2 Ausgleich. Ebenfalls nur 30 Sekunden später. Jetzt Ausgleich für die Panthers. Neuer Spielstand, 2:2. Ja.
Erneut gibt es Diskussionen mit den Schiedsrichtern. Zwei Minuten 28 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels. Neuer Spielstand 2:2. Sie hören es sicher im Hintergrund. Der Stadionsprecher vermeldet es. Der Kapitän Daniel Glatzer. Der Torschütze, Assist kam von Glättler. Noch zwei Minuten zu spielen. Friedmann, Jus bringt die Scheibe tief. Bocek durch die Nummer 91, Corey Krenz, Scheibe immer noch gefährlich. Stangenschuss kam. Ich glaube, es war Marco Hirschberger, der Mann mit der Nummer 21, der schnelle Flügelstürmer. Und jetzt fordern die Grazer zwei Minuten. Guter Vorcheck der Grazer. Florian bringt die Scheibe zur Mitte, aber immer noch ist die Scheibe gefährlich. Und jetzt ist sie im Tor. Eine Minute vor Ende des ersten Spieldrittels. Neuer Spielstand. 3:2. Gutes Pressing der Grazer. Dann bringt Florian die Scheibe zur Mitte. Und dann war es Florian, der das Tor erzielt. Ich dachte zuerst, er bringt die Scheibe zur Mitte, aber sie dürfte irgendwo abgefälscht worden sein. Torschütze damit, die Nummer 77, Matthias Florian. Erhöht eine Minute vor Ende des ersten Spieldrittels auf 3:2 und jetzt der neue Chance für die Grazer, aber Penalty wird angezeigt. Penaltyschuss. Nachdem Jonas Schuler sich durchgedankt hat, wird er, ich glaube Glättler war es, der Mann mit der Nummer 17 wird gehakt von hinten. Sofort waren beide Hände oben in der des Head-Referees. Vor Ende des ersten Spieldrittels, Nikola Mörtel läuft an. Gute Parade von Nikolic, kein Tor. Damit bleibt es weiterhin beim Spielstand von 3:2, 34 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels. Tolle Szenen, die uns hier geboten werden. Spannendes erste Drittel. Der Torreigen hat begonnen in der 14. Spielminute.
mit dem 1:0 für die Panthers durch Luca Dallago. Dann, nur ich glaube 15 Sekunden später, Dominik Humferzagt mit dem 1:1. Dann war es Hannes Erlacher, der die Grazer in Führung bringt zum 2:1 und erneut nur wenige Sekunden, circa 20 Sekunden danach, Daniel Glatzer mit dem 2:2. Dann 2 Minuten vor Ende des ersten Spieldrittels war es Marco Hirschberger mit einem Stangenschuss. Und wie gesagt, 34 Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels wurde Jonas Schuler gehakt, als er alleine auf das Tor von Nikolic stürmte und dann vergab die Nummer 16, Nikola Mörtl, den Penaltyschuss. Noch 13 Sekunden hier zu spielen. Und tolle Tormöglichkeit von Marco Dallago. Schuss von der blauen Linie von Gilbert Lehmann. Unglaubliche Schlusssekunden. Jetzt ist die Sirene abgegangen. Sie haben es gehört. Unglaubliche Schlusssekunden jetzt am Ende. In den letzten 13 Sekunden. Zuerst Marco Dallago mit der Tormöglichkeit. Und dann war es auch noch der Schuss von Gilbert Lehmann von der blauen Linie. Aber es bleibt beim Spielstand von 3:2 für die Gäste, für den ATC Graz. Wir melden uns in Kürze wieder aus der Eishalle Frohnleiten im Topspiel der Runde.
0:0. Der Wald besiegt Admira 5:1. Und Innsbruck gewinnt gegen Alta 1:0. Wann beginnen sie in Weiz? Sie haben es gehört. Ich stellte gerade die Frage, wann in Weiz die Partie beginnen wird. 19 Uhr. Die Parallelpartie des heutigen Abends. In der Parallelpartie des heutigen Abends sind heute die Rattlesnakes zu Gast in Weiz bei der Spielgemeinschaft Weiz-Hartberg. Spiel beginnt um 19 Uhr. Natürlich werden auch wir Sie über den Spielstand aus Weiz informieren. Aber jetzt sind wir wieder live dabei in Fronleiten beim Topspiel der Runde live auf STEHV-TV. Spielstand 3:2 für die Gäste. Den ATSE Graz in den weißen Dressen. Ab der 14. Spielminute ging es spannend zu hier in Fronleiten. Luca Dalago scorte zum 1:0. Wenige Sekunden später, 15 Sekunden später, war es Dominik Humferzack mit dem 1:1. Dann war es Hannes Erlacher, der zum 2:1 für die Grazer erhöhte, und wiederum nur wenige Sekunden später, 20 Sekunden später war es, der Kapitän Daniel Grazer. Tolle Tormöglichkeit jetzt für Laritz, Scheibe nicht im Tor. Eine Minute gespielt im zweiten Spieldrittel. Wie gesagt, dann war es Daniel Grazer, der Kapitän, der zum 2:2 ausgeglichen hatte. Zwei Minuten vor Ende des ersten Spieldrittels, Lattenschuss durch Marco Hirschberger, und dann eine Minute vor Ende des ersten Spieldrittels war es Matthias Florian, der zum 3:2 erhöht hatte, und 34 Sekunden vor Ende dann Penaltyschuss. Für die Grazer, Nikola Mörtl brachte die Scheibe nicht im Tor unter. Jetzt eine große Spielertraube. Scheibe ist nicht zu sehen. Jetzt ist die Scheibe wieder frei. Jus bringt die Scheibe tief. Gefährlich. Plötzlich war Florian vor dem Tor frei. Jonas Schuller war es. Auf dem Posten Matteo Nikolic.
Die Ausgangssituation könnte heute nicht spannender sein. ATSE mit 12 Punkten aus 6 Spielen an der zweiten Position in der Tabelle der steirischen Elite-Liga-Meisterschaft. Und die Panthers Frohnleiten aktuell nur 4 Spiele gespielt mit 6 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, wollen den Anschluss nach oben nicht verpassen. Und eine neue tolle Möglichkeit für den ATSE Graz durch die Nummer 87 Andreas Meixner. Und dahinter folgen schon die Rettelsnacks aus Hart bei Graz, ebenfalls mit 6 Punkten aus 5 Spielen. Wie gesagt, das ist ja heute die Parallelpartie. Die Rettelsnacks heute zu Gast bei der Spielgemeinschaft Weiz-Hartberg. Die Weiz-Hartberger heute. Sie benötigen unbedingt den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft. 6 Spiele, 0 Punkte auf ihrem Konto. Gut durchgedankt von Meixner. Auch heute wieder toll besucht, die Eishalle in Frohnleiten bei unserem Topspiel der Runde auf STEHV-TV. Nachdem ja die letzte Partie am letzten Samstag aufgrund des starken Nebels abgebrochen werden musste. Ich habe heute mit Wettspielreferent Günther Klug telefonieren können. Er hat mir bestätigt, das Spiel wird neu ausgetragen, ein Termin leider noch nicht gefunden. Grazer lassen die Scheibe gut laufen in ihren Reihen. Riedmann. Hinter das Tor gespielt. Hand ist oben von Hendreferie. Fussi 2 Minuten angezeigt. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. 2 Minuten gegen einen Spieler der Panthers Frohnleiten wegen Behinderung. Und zwar trifft es die Nummer 17 oder die Nummer 7. Nein, doch, die Nummer 17, Bastian Klettler. Damit Powerplay-Möglichkeit für den ATSE Graz. 5 gegen 4 Feldspiel auf dem Eis. Klettler, Bastian, wegen Behinderung. Auf der Strafbank. Marco Dalago bringt die Scheibe hoch hinaus. Gefährlich. Laritz, tolle Möglichkeit. Laritz auf Marco Quinz. Wenn die beiden an der Scheibe sind, wird es immer gefährlich. Laritz. Schuss von Laritz. Tolle Aktion von Florian Zeugswetter. Gute Aktion vom Topscorer der Panthers. Manuel Laritz hält aktuell bei 7 Scorerpunkten, 3 Tore, 4 Assists in der laufenden Meisterschaft geführt. Angeführt wird die Scorerwertung von Matthias Florian. Vom ATSE Graz 10 Punkte, 6 Tore, 4 Assist. Und auch heute hat er sich wieder eingetragen in die Scorerwertung. Mit dem dritten Tor am heutigen Abend für die Grazer. Knapp 30 Sekunden noch zu spielen im Powerplay für den ATSE. Daniel Grazer wird geblockt, ganz klare Entscheidung, Behinderung. Da wäre der schnelle Kapitän der Panthers durch gewesen. Daniel Grazer konnte nur noch durch eine
2 Minuten Aktion Behinderung gestoppt werden. Kurz vorher erwähnt als Torschütze, jetzt auf der Strafbank der Mann mit der Nummer 77, Matthias Florian. Damit beide Mannschaften mit 4 Feldspielern auf dem Eis für 16 Sekunden und dann Powerplay-Möglichkeit für die Panthers. Jetzt allein auf das Tor gezogen, die Nummer 87, Andreas Meixner. Sie haben es gehört im Hintergrund, Panthers komplett mit 5 Feldspielern auf dem Eis gegen 4 Grazer Spieler. Zweite Powerplay-Möglichkeit des heutigen Abends. Toller Schuss von der blauen Linie von Laritz. Tolle Abwehr mit der Fanghand von Zeugswetter. Laritz. Die Scheibe vor das Tor. Vor dem Tor lauert natürlich auch heute wieder der bullige Verteidiger Nico Pohl. Nicht wegzuschieben vor dem Tor. Von den gegnerischen Verteidigern. Lehmann. Laritz. Auf der rechten Seite läuft Vollroß frei, Scheibe bekommt Lehmann. Vollroß. Quinz. Lehmann. Vollroß. Gespielt auf Quinz. Scheibe läuft gut in den Reihen der Panthers, aber ohne richtige Tormöglichkeit. Nur noch 8 Sekunden zu spielen im Powerplay, nachdem viele Sekunden verstrichen sind ohne Torschüsse. In 2 Sekunden kommt Florian wieder zurück. Oder Bastian Klettler. Wieder zurück auf das Eis. Dann sind beide Mannschaften wieder mit 5 Feldspielern auf dem Eis. Strohmeier. Beide Teams heute gut eingestellt von beiden Trainern, sowohl Bernd Jäger auf Seiten der Panthers und auch Martin Iberer, der Trainer der Grazer, haben ihre Teams heute gut eingestellt. Versuchen das Spiel offensiv anzugehen, dennoch mit einer gesicherten Abwehr. Keine unnötigen Konter zuzulassen. Jetzt die Hand ist oben von Referee. Haken, 2 Minuten wird angezeigt. Es
sehe gerade, dass Luca Dallago das Eis verlassen muss. Jetzt aber Ecker, Christopher auf der Strafbank, 2 Minuten wegen Haken, Powerplay für den ATC Graz, 5 gegen 4 Überzahlspiel. Konnte nicht erkennen, warum Luca Dallago das Spielfeld verlassen hat und in die Kabine gegangen ist. Noch 1 Minute zu spielen im Powerplay für den ATC Graz. Hörtl an der blauen Linie. Gespielt auf Rupert Strohmeier. Hörtl. Gut abgeblockt, der Schuss von Daniel Grazer. 30 Sekunden verbleiben im Powerplay. Gutes Pressing der Panthers von Lehmann und von Polrost. Und dann Laritz zur Stelle, Schuss von der blauen Linie von Lehmann, trifft Mörtl an der Hose. Jetzt beide Mannschaften wieder komplett. Gegen zwei Situation. Nicht ungefährlich. Schusskampf von Mörtl. Jetzt haben die Panthers nicht aufgepasst. Bulli vor dem Tor. Von Nikolic. Scheriau. Jetzt Strohmeier über die rechte Seite. Findet keinen Partner für ein Anspiel. Scheriau über die linke Seite. Schuss von Scheriau, aber keine Probleme für Florian Zeugswetter. Sieben Minuten, 55 Sekunden noch auf der Uhr zu spielen im zweiten Spieldrittel. Spielstand nach wie vor 3:2 für die Gäste aus Graz. Ungenaues Zuspiel von Rupert Strohmeier, dem Routinier in den Reihen des ATC Graz. ATC über die rechte Seite, Meixner lässt die Scheibe liegen für Strohmeier, nicht ungefährlich vor das Tor gespielt. Sollte mehr ein Pass gewesen sein, aber die Scheibe kam sehr knapp an der linken Stange vorbei. Vielen Dank an alle Eishockey-Freunde, dass ihr heute live
beim Topspiel der Runde dabei seid, auch auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes. Ich lese gerade Robert Perch, danke, dass du dabei bist. Top, kein Nebel. Und mit einem Lächeln und mit einem Gefällt mir angezeigt. Ja, auch wir freuen uns, dass heute kein Nebel in der Eishalle zu sehen ist. Sie wissen es. Am letzten Samstag musste ja das Topspiel der Runde nach circa 29 Minuten abgebrochen werden. Starker Nebel auf dem Eis. Das Spiel wird klarerweise neu ausgetragen. Termin ist noch nicht bekannt gegeben. Wettspielreferent Günther Klug hat gesagt, das Telefon läuft heiß. Sie suchen nach einem neuen Austragungstermin. Aber jetzt 2 Minuten Strafe angezeigt gegen den ATSE wegen Beinstellens. Auf die Strafbank kommt die Nummer 10, Georg Katzenbichler. Georg Katzenbichler wegen Beinstellens auf dem Eis. Powerplay-Möglichkeit für die Panthers. 5 gegen 4 Überzahl. Ungenau jetzt der Schuss von Laritz von der blauen Linie. Die Grazer können sich befreien. Michi Vollross, Lehmann, Laritz, bringt die Scheibe gefährlich vor das Tor. Gut aufgepasst vom Tormann und jetzt über die linke Seite. Shorthander durch die Nummer 77, Shorthander für den ATSE Graz. Torschütze Matthias Florian. Score zum 4:2 für die Grazer. Plötzlich alleingelassen. Zieht Florian auf der linken Seite durch. Sein 2. Treffer am heutigen Abend. Sorgt für einen 2-Tore-Unterschied. Ist es Matthias Florian, der zum 4:2 scored. Assist kam, soweit ich erkennen konnte, von Rupert Strohmeier und von Dominik Unverzagt. Daniel Grazer bringt die Scheibe tief. Nach wie vor Powerplay für die Panthers. 40 Sekunden Überlegenheit, 5 gegen 4. Auch jetzt, sie lassen die Scheibe sehr gut laufen in den eigenen Reihen, aber zu wenig Schüsse, meiner Meinung nach, auf das Tor. Der Grazer, wie auch jetzt zum Beispiel der Schuss von Daniel Grazer aus Spitzenwinkel. Damit ist Florian Zeugswetter nur schwer zu bezwingen. Sekunden noch Powerplay angezeigt auf der Uhr. Bulli gewonnen von Polros. Marco Quinz, Polros vor dem Tor, lauert Laritz. Jetzt sind die 13 Sekunden vergangen. Beide Mannschaften komplett. Hatzenbichler zurück auf dem Eis.
Schuss von der Nummer 7 von der blauen Linie. Von den Panthers Philipp Hanschl, aber Zeugswetter vergräbt die Scheibe unter sich. 4 Minuten noch zu spielen im zweiten Spieldrittel. Spielstand 4:2 aus der Sicht der Gäste des ATC Graz nach dem Shorthander durch Matthias Florian. Jetzt Marco Hirschberger, der schnelle Flügelflitzer. Schuss geht aber über das Tor. Nikolic dürfte noch mit der Stockhand an der Scheibe gewesen sein. Daher Bulli im Verteidigungsdrittel der Panthers. Riedmann für die Grazer. Bulli. Strohmeier. Klettler. Lehmann. Marco Dalago, gut gespielt an der blauen Linie. Pass ungenau zu Lehmann. Gut durchgedankt jetzt von der Nummer 73. Und zwar Jonas Schulert mit einem herrlichen Treffer. Dankt sich auf der rechten Seite durch. Toller Haken zur Mitte. Lässt Nikolic keine Chance. Score zum 5:2. Für den ATC Graz, sehenswerter Treffer von Jonas Schuler. Pass kam von Cory Krenz. Somit 3 Minuten vor Ende des zweiten Spieldrittels, neuer Spielstand 5:2 für die Gäste aus Graz. Parallelspiel der heutigen Runde führen die Spielgemeinschaft Weiz-Hartberg mit 1:0 gegen die Rettelsnecks. Torschütze Dominik Bauer für die Spielgemeinschaft. 2 Minuten Strafe angezeigt. Klauninger wurde zu Fall gebracht. Wegen Beinstellens. Kommt auf die Strafbank Nino Jus, der Verteidiger mit der Nummer 72. Die 39. Spielminute, Strafe gegen den ATC, Strafe gegen Nummer 72, Nino Jus, 2 Strafrunden wegen Beinstellen. Damit 1 Minute 50 Sekunden Zeit für die Panthers, erneut im Powerplay ein Tor zu erzielen.
gefährlich jetzt am Tor vorbei. Nico Pohl. Zwei Minuten. Strafen werden angezeigt. Ich glaube, es werden Spieler beider Mannschaften auf die Strafbank gehen, soweit ich das erkennen konnte. Warten wir ab, welche Strafen ausgesprochen werden. Klar ist, Nico Pohl wird auf der Strafbank für die Panthers Platz nehmen. Aber auf der anderen Seite werden ebenfalls zwei Minuten angezeigt. Nico Pohl und Dominik unverzagt nehmen Platz auf der Strafbank und da im Vorfeld bereits ein Powerplay gespielt wurde. Auf der Uhr wurden noch 1 Minute 17 Sekunden angezeigt, soweit ich erkennen konnte, werden beide Strafen nicht auf der Uhr angezeigt, sie werden aufgehoben. Somit bleibt es bei der 5 gegen 4 Überzahl für die Panthers. Jetzt das Spiel erneut unterbrochen auf der Uhr. Dürfte bei der Strafzeit ein Fehler unterlaufen sein. Es werden 2 Minuten angezeigt, aber es sollten 1 Minute 17 Sekunden auf der Uhr stehen. Wir warten, bis die Strafzeit richtig auf der Uhr eingegeben wird. Wie gesagt, die beiden Strafzeiten von Unverzagt und Pohl nicht auf der Uhr angezeigt. Es handelt sich hier um Strafen, die nicht angezeigt werden, aufgehoben werden, quasi gekürzt werden. Beide Spieler müssen natürlich die 2 Minuten Strafen auf der Strafbank verbringen. Jetzt ist die Strafzeit richtig eingegeben. 1 Minute 17 noch Powerplay für die Panthers. Aber die Uhr läuft nicht los. Jetzt startet die Uhr. 1 Minute 10 noch zu spielen. Nikolic muss die Scheibe unter seiner Fanghand blockieren. Geht auf Nummer sicher. Richtige Entscheidung. Es gab ja heute bereits einen Shorthander für die Grazer. Und zwar war es 5 Minuten 40 vor Ende des zweiten Spieldrittels Matthias Florian mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Letzte Spielminute im zweiten Spieldrittel hat begonnen. Sekunden noch Zeit für die Panthers. Tolle Aktion von Laritz, tolle Möglichkeit. Gute Abwehr
von Florian Zeugswetter. Eitzner mit einem guten Pressing. Jetzt ist das zweite Spieldrittel zu Ende. Spielstand 5:2 für die Gäste aus Graz, der ATSE. Erzielt die beiden einzigen Treffer im zweiten Spieldrittel. Matthias Florian mit dem 4:2, 5 Minuten 40 mit dem Shorthander. Vor Ende des zweiten Spieldrittels und dann ein sehenswerter Treffer von Jonas Schuler mit einem tollen Lauf über die rechte Seitenhaken, mit einem Haken in die Mitte. Score zum 5:2. Sicherlich entscheidend im zweiten Spielabschnitt waren die zahlreichen ungenützten Powerplay-Situationen auf Seiten der Panthers. Beide Mannschaften sind in der
Gibst du mir die Interviews? Ja, nur einmal Start drücken, aber. Muss man dann sagen, wo er abgedruckt ist, gell? So, wir melden uns zurück live aus der Eishalle von Leiten. Topspiel der Runde auf STEHV TV. Der ATC heute zu Gast bei den Panthers von Leiten. Spielstand 5:2 aus der Sicht der Gäste. Die Grazer in den weißen Dressen. Panthers in den gewohnt türkis-schwarzen Dressen. Die einzigen beiden Tore im zweiten Spielabschnitt geschossen vom ATC. Matthias Florian mit einem Shorthander, 5,5 Minuten vor Ende des zweiten Spieldrittels. Und dann war es Jonas Schuler, 3 Minuten vor Ende, mit einem tollen Lauf über die rechte Seite. Sehenswerter Haken zur Mitte, tolles Tor zum 5:2. Sicherlich. Entscheidend im zweiten Spieldrittel waren die vielen ungenützten Powerplay-Möglichkeiten für die Panthers. Zwar toll, die Scheibe laufen gelassen in den eigenen Reihen, aber aus meiner Sicht zu wenig aufs Tor geschossen. Und wenn, dann war immer Florian Zeugswetter zur Stelle. Jetzt Marco Hirschberger mit einem tollen Lauf durch die Mitte. Keine 2 Minuten Strafe eingezeigt. Parallelspiel zwischen der Spielgemeinschaft Weiz, Hartberg und den Rattlesnakes steht es mittlerweile 2:0. Doppeltorschütze Dominik Bauer für die Spielgemeinschaft. Wäre ein wichtiger Sieg für die Mannschaft von Trainer Christian Hofmeier. Derzeit stehen sie ja nach 6 Spielen mit 0 Punkten in der Tabelle, klar, an 5. und letzter Stelle. Schuss von der blauen Linie, kam von Hatzenbichler. Gilbert Lehmann. Scheibe kommt nicht bei Baumann auf dem Schläger an. Damit Eising Entscheidung. Spiel wird fortgesetzt im Verteidigungsdrittel der Panthers. Noch sind 18 Minuten zu spielen im letzten und dritten Spieldrittel. Genug Zeit für die Panthers, um 3 Tore zu erzielen. Panthers an dritter Stelle in der Tabelle. 4 Spiele, 6 Punkte. Warum nur 4 Spiele? Sie wissen es. In der letzten Woche musste das Spiel hier in Frohnleiten aufgrund des starken Nebels abgebrochen werden gegen Zeltweg. Heute hier zu Gast auch Wettspielreferent Günther Klug. Ich habe mit ihm heute gesprochen. Das Spiel wird ganz klarerweise neu ausgetragen, noch einmal ausgetragen. Derzeit wird ein neuer Austragungstermin gesucht. Müssen ja alle Spiele noch untergebracht werden, bis der Grunddurchgang endet am 22. Dezember.
Matthias Florian, zweifacher Torschütze, nicht ungefährlich, verliert aber die Scheibe im letzten Moment. In der Landesliga, die ja auch heuer wieder gekoppelt ist an die Elite-Liga, führt der EV Zeltweg Murter Lions 2 die Tabelle ganz klar mit 12 Punkten vor den LA Kings mit 3 Punkten und den Eisbären Beko an dritter und letzter Stelle in der Tabelle mit 0 Punkten. Wie wird gespielt? Der Modus in der Elite-Liga gleich wie in der letzten Saison. Und zwar wird, wie schon gesagt, zusammen mit den Landesliga-Vereinen gespielt. Die ersten vier Elite-Liga-Teams nach dem Grunddurchgang spielen in der Zwischenrunde ab dem 26. Dezember in der Meisterrunde eine Hin- und Rückrunde. Der Fünftplatzierte der Elite-Liga nach dem Grunddurchgang spielt dann mit den drei Landesliga-Vereinen die Qualifikationsrunde in einer Hin- und Rückrunde. Und nach diesen 6 Zwischenrundenspielen wird in einem Picking-System, wie bereits im letzten Jahr, der Viertelfinalgegner nach der Platzierung aus der Meisterrunde gewählt. Dann werden die Playoff-Viertelfinalspiele in einer Best-of-3 gespielt und die Viertelfinalsieger spielen dann jeweils in einer Best-of-5-Serie in den Semifinalspielen und dem anschließenden Finale den Elite-Liga-Meister aus. Und die Viertelfinalverlierer spielen dann jeweils in einer Best-of-3-Serie im Semifinale und im Finale den Landesliga-Meistertitel aus. Noch 14 Minuten zu spielen hier in der Eishalle Frohleiten im Topspiel der Runde zwischen dem ATC Graz, den Gästen in den weißen Dressen und den Panthers. Derzeit es sieht so aus, als ob die Grazer das Tempo etwas zurückgeschraubt haben. Obwohl hier eine tolle Möglichkeit durch die Nummer 87, durch Andreas Meixner, gut pariert wurde von Nikolic mit dem Fänger. Hat der ATSE sein Pressing, das er bereits in den ersten beiden Spielabschnitten gespielt hat, etwas zurückgenommen. Logische Entscheidung. Sie führen ja mit 3 Toren. Nino Jus tankt sich durch auf der linken Seite. Wann sind wir das nächste Mal wieder live auf SDEHV zu sehen? Am 14. November, nächsten Mittwoch, EV Zeltweg Murter Lions empfangen zu Hause den ATC Graz.
Und natürlich gibt es auch heute wieder im Anschluss an das Spiel Interviews mit Spielern beider Mannschaften, die Sie natürlich auch wieder auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes zu sehen bekommen. Ungenaues Zuspiel auf Philipp Jantscher. Spiel ist unterbrochen, wird fortgesetzt in Verteidigungsdrittel der Panthers vor dem Tor von Matteo Nikolic. Weiterhin nicht dabei, zumindest konnte ich ihn noch nicht erkennen. Luca Dalago, er hat ja heute im zweiten Spieldrittel 10,5 Minuten vor Ende des zweiten Spielabschnitts die Eisfläche verlassen, ging Richtung Kabine. Ist gut durchgetankt von Meixner. Jetzt 3-4 gegen 2 Möglichkeit für die Panthers. Laritz, aber ungenaues Zuspiel auf Nico Pohl. Manuel Laritz und Nico Pohl lauern vor dem Tor. Laritz bekommt die Scheibe. Bekommt sie nicht unter Kontrolle. Jetzt 2 gegen 1. Kontermöglichkeit. Hirschberger gut gespielt auf Meixner. Tolle Aktion der Grazer. Vorangegangen ein Patzer von Laritz. Das sind wir von ihm nicht gewohnt. Wir befinden uns bereits in den letzten 10 Spielminuten des dritten Spielabschnittes. 9,5 Minuten werden auf der Uhr angezeigt. Gute Tormöglichkeit für Mörtl. Baumann, Mario Baumann versucht es durch Hatzenberger hindurch. Florian, zweifache Torschütze des heutigen Abends. Ich habe es schon erwähnt heute, aktuell führt Florian die Scorerwertung mit 10 Punkten an, 6 Tore, 4 Assists. Heute kommen weitere 2 Tore hinzu.
Nico Pohl, gefährlicher Haken hinter dem Tor. Guter Haken an der blauen Linie von Meixner. Schön gespielt bei den Grazern, gefährlich. Fast hätte Meixner erneut das leere Tor gehabt auf der anderen Seite. Unmut auf den Rängen. Sie wollen hier 2 Minuten gesehen haben, Mann. Manuel Laritz. Jetzt ist die Hand oben. 2 Minuten werden angezeigt. Stockschlag. Michi Polros erhält eine 2 Minuten Strafe wegen Stockschlags. Damit Powerplay-Möglichkeit für den ATC Graz. 7 Minuten 14 Sekunden vor Ende des dritten und letzten Spielabschnittes. 5 gegen 4 Überzahl. Situation. Ampulli für den ATSE, die Nummer 19, Riedmann gewinnt. Das Pulli auch, Scheibe geht dennoch aus dem Angriffsdrittel der Grazer hinaus. Ungenaues Zuspiel jetzt von Cory Krenz. Grazer müssen erneut den Aufbau beginnen aus dem eigenen Spieldrittel. Hatzenbichler. Vor dem Tor lauert Marco Hirschberger, Hatzenbichler auf Riedmann. Scheibe kommt nicht an. Marco Quinz mit einem Befreiungsschuss. Gut aufgepasst von Zeugswetter. Hirschberger in der Mitte lauert Cory Krenz an der blauen Linie. Jus. Erneut Befreiungsschlag für die Panthers. Nach 1 Minute Powerplay für den ATC. Jonas Schuler knapp am Tor vorbei. Jonas Schuler, Torschütze zum 5:2 am heutigen Abend. Sehenswerter Treffer. Mit einem tollen Lauf über die rechte Seite, dann Haken in die Mitte und unhaltbar verwertet zum 5:2. Eine halbe Minute wird noch angezeigt im Powerplay. Ungenaues Zuspiel jetzt auf von Dominik Unverzagt. Florian. Powerplay für den ATC bleibt zwar ohne Torerfolg, bleibt ungenützt, dennoch wertvolle 2 Minuten verstrichen auf der Uhr. 5 Minuten, 8 Sekunden noch zu spielen im heutigen Topspiel der Runde. Zwischen den Panthers von Leitner und dem ATC Graz. Gewinnen die Grazer das Spiel heute. Können sie
aufschließen an den EV Zeltweg. Ebenfalls dann mit 15 Punkten in der Tabelle, die Panthers bleiben bei ihren 6 Punkten und warten wir ab. Das letzte Ergebnis aus Weiz war das 2:0 für die Spielgemeinschaft durch den Doppelschlag von Dominik Bauer. Die Rattlesnakes stehen ja an vierter Position in der Tabelle der steirischen Elite-Liga, ebenfalls mit 6 Punkten. Und aktuell die Spielgemeinschaft mit 0 Punkten an der letzten Stelle. Und an der Tabellenspitze mit 5 Spielen ungeschlagen der EV Zeltweg Murta Lions. Ich habe es Ihnen schon gesagt, da melden wir uns nächste Woche Mittwoch live am 14. November aus der Murtal Eisarena. Topspiel der Runde EV Zeltweg Murta Lions gegen den ATC Graz. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder live dabei. Natürlich live auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes. Und natürlich auch auf YouTube. Marco Queens über die rechte Seite. Gute Möglichkeit. Tolle Abwehr von Florian Zeugswetter. Erneut Zeugswetter zur Stelle. Bisher noch kein Tor gefallen im dritten Spieldrittel. Nach wie vor Spielstand 5:2 aus der Sicht der Gäste, der Grazer. Im zweiten Spieldrittel 2 Tore gefallen. Zum 4:2 und 5:2 einmal Matthias Florian mit dem Shorthander. Das 5:2 durch Jonas Schuler. Sehr torreich hingegen das erste Spieldrittel am heutigen Abend. In der 14. Spielminute war es Luca Dalago mit dem 1:0, dann nur 15 Sekunden später Dominik Umverzagt mit dem 1:1, dann war es Hannes Erlacher mit dem 2:1 für die Grazer und ebenfalls nur 20 Sekunden später war es dann Daniel Grazer mit dem 2:2. Und eine Minute vor Ende des ersten Spieldrittels war es Matthias Florian, der auf 3:2 erhöht hatte. Die letzten beiden Spielminuten beginnen hier in Fronleiten. Knappe Abseitsentscheidung. Spiel ist unterbrochen. Schuss von der blauen Linie. 2 Minuten Strafe angezeigt wegen Beinstellens. Ich glaube, es trifft
Bernhard Strohmeier. Damit noch einmal eine Powerplay-Möglichkeit, 5 gegen 4 Überzahl für die Panthers von Leiten. Exakt 1 Minute 35 Sekunden auf der Uhr noch zu spielen. Es ist im Eishockey schon viel passiert, aber ob den Panthers heute noch 3 Tore gelingen in diesen 1,5 Minuten, möchte ich, bitte entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, heute bezweifeln. Im letzten Spielabschnitt ist etwas die Luft draußen bei den Panthers. Spielentscheidend am heutigen Abend, sicher aus meiner Sicht das zweite Spieldrittel. Zahlreiche Powerplay-Möglichkeiten für die Panthers blieben ungenützt, keine Tore gefallen. Im Gegenteil, ein Shorthander von Matthias Florian. 5 Minuten 40 Sekunden vor Ende des zweiten Spieldrittels führte sogar zum 4:2. Und sicherlich heute Mann des Abends, ganz klar für mich, der Torhüter. Florian Zeugswetter, der Tormann vom ATC Graz. Behält seinen Kasten sauber im zweiten und bisher auch im dritten Spieldrittel. Auch hier im Powerplay am Ende keine zwingenden Torschancen für die Panthers. Wie gesagt, Mann des Abends heute. Gratulation Florian Zeugswetter, der seine Mannschaft perfekt unterstützt hat im zweiten und dritten Spieldrittel. Sein Kasten blieb sauber, damit Endstand im Topspiel der Runde 5:2 für die Gäste, für den ATC Graz. Ich bedanke mich, dass Sie heute live dabei waren, live auf STEHV-TV, live auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes und auf YouTube. Ich freue mich, wenn Sie wieder live dabei sind. Wie schon gesagt, nächsten Mittwoch, 14. November, melden wir uns aus Zeltweg. Topspiel der Runde, EV Zeltweg, Murtal Lions, ATC Graz. Mein Name ist Arno Meyer. Auch wir verabschieden uns. Sie sehen, beide Mannschaften verabschieden sich aus einer gut besuchten Eishalle in Fronleiten. Im Anschluss folgen Live-Interviews beider Mannschaften. Später zu sehen auf der Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes STEHV.
Jetzt bei mir Marco, ich betone Marco Scheriau, möchte mich bei ihm entschuldigen. Ich habe ihn oft als Mario genannt. Marco, danke, dass du noch schnell gekommen bist. 5:2 heute in der Halle verloren. Dennoch, es war keine schlechte Partie, aber oft an Florian Zeugswetter gescheitert. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Florian los ist. Der ist unbezwingbar. Wir fighten, wir machen alles, was der Trainer sagt. Wir spielen die taktischen Sachen, was er uns vorgibt. Aber wir sollen abwarten, wir sollen Vollgas geben. Es funktioniert zurzeit gar nichts. Wir haben einfach Pech vor dem Tor auch. Ja, und das ist der Hund irgendwo drinnen. Aber ich glaube, nächste Partie werden wir da ein bisschen Gas geben müssen und das Tor treffen, beziehungsweise Tor schießen. Das hilft nichts. Wir können nicht jedes Mal bei den Tormännern verzweifeln. Es ist halt ein Schaß einfach. Einfach ein Schaß, sagst du. Man bewegt sich so in der Mitte der Tabelle. Trotzdem, man möchte natürlich nach oben, aber es ist noch Zeit bis zum Ende des Grunddurchganges. Wie wird wahrscheinlich das nächste Training ausfallen? An was, wo muss gearbeitet werden, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach muss eigentlich gar nichts gearbeitet werden. Spielerisch ist es eh in Ordnung, aber wir müssen einfach mehr Gas geben. Und einfach, klingt jetzt blöd, aber die Leute niederführen und Zug zum Tor haben. Und jetzt können wir eigentlich am Montag gar nicht so viel trainieren oder hart trainieren, weil am Mittwoch ist das nächste Spiel und da müssen wir die 3 Punkte holen, sonst schaut es nicht gut aus. Dann drücke ich die Daumen für eure nächste Partie am Mittwoch. Danke Marco, dass du noch schnell gekommen bist. Ja. Tschüss. Ja. Aber da müssen wir uns zusammensuchen. Jetzt bei mir Gilbert Lehmann. Gilbert, du hast mir vor dem Interview gesagt, irgendwo ist der Wurm drinnen. Wo bleiben die Tore der Panthers? Wo bleiben sie? Ja, das ist eine gute Frage, weil mittlerweile muss man sagen, spielerisch sind wir voll dabei. Es ist zwar, wie du sagst, der Wurm drinnen, die Tore fehlen, aber ich bin mir sicher, das kommt jetzt wieder. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach keine Tore mehr schießen im Vergleich zum letzten Jahr. Das wird wieder kommen. Wir müssen einfach jetzt Geduld haben, dass das dann passiert und dass wir dann wieder voll da sind. Dass wir den Zeitwerken und Ateseler, die zwei Größeren jetzt zur Zeit, ne, sagen, wir sind auch da. Ne? Wir spielen nicht nur mit der Klassik mit und da müssen wir halt weiter aufbauen. Das erste Drittel hat ja gut begonnen, hat aber dann im zweiten und dritten Spielabschnitt kein Tor erzielt. Der Mann des Abends war für mich heute Florian Zeugswetter. Heute ließ er sich nicht bezwingen in den letzten beiden Dritteln. Ja, also der Zeugswetter ist einfach ein super Goalie. Er weiß, wo er stehen muss. Er steht auch dort, er saugt schön außer. Er ist ein guter Goalie, aber trotzdem müssen wir unsere Chancen einfach nutzen, ne? Und klüger spielen, mehr Zug zum Tor und draufhalten. Dann am nächsten Mittwoch euer nächster Gegner, die Rattlesnakes. Soweit ich gesehen habe, heute in der Parallelpartie sind sie 2:0 hinten in Weiz gegen die Spielgemeinschaft. Das wird sicher eine spannende Partie. Ihr habt beide 6 Punkte in der Tabelle. Ja, ich meine, der Fokus liegt ganz klar drauf. Ein Sieg muss her, weil wir müssen einfach wieder Punkte machen. Aber blöd gesagt, eigentlich ist wurscht, welcher Gegner der nächste ist. Es ist jetzt Fokus auf unsere Mannschaft. Wir müssen den Rhythmus finden, wir müssen wieder Tore schießen und einfach schauen, dass wir Siege einfahren. Dann drücke ich euch die Daumen, Gilbert, für die nächste Partie. Danke, dass du noch gekommen bist. Tschüss, Servus. Jetzt bei mir der große, schnelle Flügel. Marco Hirschberger. Marco, danke, dass du noch gekommen bist. Heute alles aufgegangen, 5:2 gewonnen hier in Fronleiten. Ja, ich glaube, wir sind von der ersten Minute gut ins Spiel gekommen. Und was der Unterschied war zu den letzten Spielen, ich glaube, man hat uns die Spielfreude auch angesehen. Ja, es ist eigentlich alles aufgegangen, was wir so machen wollten. Und jetzt spiegelt es im Ergebnis wieder. Vorne Tore gefallen, aber hinten, ich möchte ihn erwähnen heute, für mich klar, Mann des Abends, Florian Zeugswetter, im zweiten und dritten Drittel kein Tor kassiert. Ja, dass der Zeuge der beste Goalie der Liga ist, das ist indiskutabel und er hat uns auch heute wieder gerettet. Er hat einige Fehler von uns ausgebessert und das macht, finde ich, auch einen guten Goalie aus, dass er die Fehler, die Spieler vorne machen, nachher wegmacht. Und ja, dass das Ergebnis so ausschaut, können wir uns sicher beim Zeuge bedanken. Ja, du hast recht, Florian ist ein guter Goalie, aber am ich glaube, nächsten Mittwoch live auf STEHV-TV übertragen wir das Spiel aus Zeltweg zwischen den beiden
Mannschaften, die mit 15 Punkten jetzt an der Tabellenspitze stehen. Zeltweg gegen ATSE Graz, dann wird Andreas Brenkusch auch klarerweise für die Zeltweger ein Wörtchen mitzureden haben. Wie bereitet ihr euch vor auf nächste Woche? Ja, wie bereiten wir uns vor? Wir wollen natürlich unsere Freude im Spiel beibehalten, weil das ist einfach unsere große Stärke ist. Wir sind ein super Team, wir verstehen uns auch off-ice super. Und wir müssen gegen die Zeltweg einfach von der ersten Minute an schnell spielen, die uns von der Strafbank fernhalten. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir das Spiel in Zeltweg auch gewinnen. Dann freuen wir uns auf nächste Woche. Danke Marco, dass du noch schnell gekommen bist zu uns. Tschüss, servus. Ciao. Nur mit dem Handy macht es. Jetzt bei mir Florian Zeugswetter, Mann des Abends heute für mich ganz klar, auch für deine Mitspieler und auch tolle Worte von den Panthers bekommen bei den vorigen Interviews. Beide Drittel, zweite Drittel und dritte Drittel heute sauber gehalten. Ja, ich habe heute nichts Großartiges gemacht, aber solide gespielt. Die anderen vor mir haben mir geholfen, so haben wir die Partie gewonnen. Heute gewonnen, ein wichtiges Spiel heute für euch und jetzt geht es weiter nächste Woche gegen den Tabellenführer. Ihr seid jetzt beide mit Zeltweg mit 15 Punkten vorne voran. Wie werdet ihr euch vorbereiten? Ja, trainieren wie immer. Unsere Fehler, die heute auch da waren, wollen wir verbessern. Wir hätten in ein, zwei Situationen vielleicht besser spielen können, aber es hat heute gut gereicht. Man muss auch dazu sagen, die von Leitner haben heute den besten Mittelstürmer eigentlich nicht gehabt, den Konecny. Das schaut dann vielleicht beim nächsten Mal auch anders aus. Aber gegen Zeltweg werden wir uns vorbereiten, wie auf jede Partie, analysieren, was wir heute falsch gemacht haben, uns auf die Zeltweger einstellen. Da wissen wir eh genau, wie die spielen. Gilly Kühn ist Trainer, da freuen wir uns immer drauf. Und ich hoffe, das wird eine gute Partie nächste Woche. Freuen wir uns auf die nächste Partie zwischen Zeltweg und dem ATSE Graz. Danke, dass du noch gekommen bist. Natürlich sind wir dann live nächste Woche dabei, live auf STEHV.TV. Und noch einmal gratuliere zu dem tollen Spiel von dir heute, Zeuge. Danke, Arno. Und ich möchte noch die Zuschauer, die hoffentlich zahlreich einschalten nächste Woche, auch einladen auf unsere ATSE Fanpage beim Facebook zum Schauen. Danke. Danke. Dann liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Dankeschön.